Test, Test, Test. Test. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Wir wollen euch heute ein technisches Video präsentieren. Ja. Technik auf unsere Art, ja. Also wir sind keine technischen. Mit zwei rechten Händen. Genau. Oder sonst links, oder? Zwei, ja. Mit zwei linken. Also Technik, die jeder versteht und jeder leicht zusammenbringt. Und das werden wir jetzt erklären. Geht uns einmal prinzipiell in dem Video um den Router, den wir montiert haben, und um einen Fernseher, alten Fernseher, also der verbaut ist bei uns im Wohnmobil, wie man den internetfähig macht, so dass man alle seine Programme über Internet anschauen kann. Man YouTube schauen. YouTube zum Beispiel, man braucht Netflix. Also keine riesen Satellitenschüssel mehr am Wohnmobil, wenn man das macht, oder Wohnwagen, was man halt gerade besitzt. Ne? Genau. Das zeigen wir euch dann. Ja, wir haben keine Satzschüssel mehr, wir tun eigentlich nur mehr streamen. Wir haben nur mehr Kloschüssel. Genau. Wir haben auf beiden, also wir haben zwar zwei Fernseher und auf den einen Fernseher gibt es eben Internet und auf dem anderen nicht. Und wie man das machen kann, dass das funktioniert, erzählen wir euch noch. Ja, dann. Aber normal müsstest du drin jetzt genauso funktionieren. Da haben wir ja auch Internet, oder? Na, drinnen ist der Fernseher selber internetfähig. Das gibt es ja auch. Es gibt also, ja es Fernseher, die von alleine schon internetfähig sind. WLAN-fähig. Neue Fernseher. Ja? Der neue Fernseher, der ist schon internetfähig. Der hat er schon drin installiert. WLAN-fähig muss er eigentlich sein, ne? Damit und dann kann man euch zeigen, so wie euch ihre Programme, die ist halt, wenn es deutsche Satz, ZDF und Pro7 und Sat1 alles schauen könnt, obwohl ihr im Internet seid. Genau. Finde ich genial. So fangen wir mal an, oder? Nächste Woche geht es bei uns noch los. Dann sind wir wieder eine Woche unterwegs. Und wir planen, da das Wetter jetzt in Österreich, glaube ich, vielleicht nicht so erquickend wird, wenn man es überlegt, ob Österreich. Aber wir planen jetzt ein bisschen nach Kroatien runter für eine Woche. So. Wir waren eigentlich noch nie hier oben Kroatien, so Istrien oder so Istrien, nicht? Weil wir waren, wenn, dann eher weiter unten. Bevor wir weiterreden, ist dir aufgefallen, wenn ich da in das Video schaue, dass ich zum Friseur gehe? Ich sage es einmal, ja, ist ja Wahnsinn, ja. Wie lang die schon sind. Ja, kann ich schon bald Zöpfchen machen. Aber wir waren bei Istrien. Istrien sind wir. Genau, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, was ihr sagt, fahrt dorthin, dort gibt es einen tollen, netten Campingplatz oder so, oder ein nettes Altstädtchen oder was auch immer, ja. Also wir wären sehr, sehr dankbar für Tipps, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Müssen wir aber das Video relativ rasch hochladen. Ich werde es versuchen. Dürfen wir nicht so lange warten, nicht, dass wir schon wieder zurück sind, bevor das Video online ist. Ich werde mich bemühen. Ich bin bemühen, es heute, während wir es noch drehen, zu schneiden und dann hochzuladen. Heute ist der Montag, der 29. Spätestens Dienstag. Ich wollte es nur dazu sagen, ob meine Frau wirklich so fleißig ist. Ihr wisst, das müsste jetzt praktisch am 29. oder spätestens am 30. online sein. Genau. Und jetzt werden wir euch ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Bitte bei Fragen, Kommentare, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Vergesst nicht, ein Like für uns. Wenn noch nicht, dann bitte abonnieren. Perfekt, oder? Super. Nichts abonnieren. Abonnieren. Nein. Er hat es. Mein Gott, er hat es. Ja, mein Gott, er hat es. Wie geht das? Das ist, glaube ich, aus... My Fair Lady, ja. Genau. Oder? Ja. Ja, schon. Okay. Ja. Na gut, jetzt zeigen wir euch, wie das mit dem Fernseher geht. Jetzt kommt unsere hochtechnische Frau... Ja, mein genau. Schatzelein, ja, erklärt es perfekt. Wir zeigen, es wird weiblich erklärt, das heißt, Männer können es auch verstehen, aber Frauen auch. Na gut, wir haben es geschafft, unseren alten Fernseher internetfähig oder WLAN-fähig, wird es wahrscheinlich heißen, zu machen. Ja, wir haben das Wunderding, das Amazon Fire Stick heißt, genommen. Ja, und durch diesen Amazon Fire Stick, das kostet für uns so 30 Euro, wenn man das an den Fernseher, an den HDMI-Anschluss, also es darf kein Röhrenfernseher sein, weil der wird nur keinen HDMI-Anschluss haben, aber jeder andere Fernseher, der einen HDMI-Anschluss hat, kann man dieses wundersame Gerät anschließen.
Wir haben gleich eine Kupplung dazu besorgt, weil die HDMI-Anschlüsse bei so kleinen Fernsehern sind genau so gelegt, dass man mit dem drum einmal sicher nicht dazu kommt. Deswegen, ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch einen Amazon Fire Stick besorgt, besorgt euch wahrscheinlich am besten auch gleich so eine Kupplung dazu, falls ihr so ein kleines Gerät im Wohnmobil oder im Wohnwagen habt. Ich muss gleich dazu sagen, der Amazon Fire Stick, die erste Installation, ist so einfach, ja. Die braucht man gar nicht herzigen. Das erklärt sich von selber. Ich meine, man kennt ja diesen internationalen Kramerladen, der alles hat, aber eins muss man sagen. Also, wenn man bei dem eine Technik kauft, das ist... Bitte. Wir wollen aber auch dazu sagen, es ist keine bezahlte Werbung. Ja, wir bekommen nichts. Ja, es ist einfach nur, wir waren so happy. Ich habe nämlich zu Hause schon mal einen älteren Fernseher gehabt in einem Zimmer, den ich verwenden wollte, um dort zu turnen. Und der hat aber keinen WLAN-Anschluss gehabt. Und da bin ich damals eben draufgekommen. Oder hat mir eigentlich jemand den Tipp gegeben, dass man das mit diesem Amazon Fire Stick darf ich noch mal kurz nachfragen, kann. Warum hast du den gekauft? Wegen Turnen? Jetzt hat sie es, das Internet, und dann, aber Turnen hat es noch nicht. Muss man schon dazu sagen. Schon, wir haben in Corona haben wir geturnt in dem Zimmer, erinnere dich. Das ist schon lang her. So. Genau, jetzt ist eigentlich schon alles da. Das funktioniert mit Apps. Ja, hier hat man jetzt praktisch die Fernbedienung von diesen Amazon Fire Sticks. Und ihr habt natürlich, falls ihr ein Prime-Konto habt, habt ihr Prime dabei. Falls ihr Netflix habt, habt ihr Netflix dabei. Was ihr auf alle Fälle dabei habt, ihr könnt YouTube schauen. Moment. Den wichtigsten Kanal kann man sehen. Genau. Wo kennbar auf YouTube. Was? Wir haben das noch zusätzlich geschützt durch einen PIN, weil bei uns natürlich manchmal die Enkel schauen, damit sie nicht alles schauen können, was sie wollen würden. So. Da können wir her in die Mediathek. Genau. Da sind wir. Da könnt ihr euch unsere Videos anschauen. Genau. Es gab ja auch schon mal, wir haben schon ein Video gemacht über diesen Router-Einbau. Da hat euch der Peter das Video auch gezeigt. Das war dieses, sehe ich jetzt gar nicht, Internet im Wohnmobil. Ja, weil natürlich braucht ihr WLAN, damit es auch funktioniert. Ja, weil diesen Amazon Fire Stick müsst ihr dann natürlich mit dem WLAN verbinden. Und wir stehen jetzt da sogar unter einem Blechdach. Ja, einem Cardboard aus unter Blech. Einem Cardboard aus Blech. Wir haben ja diesen WLAN. Moment, so schaut das aus draußen, das Cardboard. Ja, man kann es, glaube ich, sehen, dass es aus Blech ist. Ja. So. Und durch das, früher war es so, dass der Internetempfang im Auto sehr, sehr schwierig war. Ja? Weil normalerweise hätte man ja alleine mit dem Handy auch schon einen Hotspot machen können, oder wir haben so einen kleinen Router gehabt und so. Das hat nicht gut funktioniert, weil ja angeblich diese Wohnmobile oder Wohnwagen abschirmen irgendwie. Wie heißt das? Wie heißt das? Na? Der Faradayische Käfig oder der verdammte Käfig. Faradayische Käfig. Ich weiß es nicht. Ja, so also ähnlich, zumindest so ähnlich. Aber ihr könnt uns gerne in den... Wie es wirklich heißt. Die Spezialisten sind ja, aufgerufen. Spezialisten sind da. Genau. Und durch das haben wir sie dann diesen fixen Router verbauen lassen, mit einer Außenantenne, und ich muss sagen, seitdem funktioniert das hervorragend. Sogar in Bodersdorf, im Burgenland, wo es normalerweise immer eine Katastrophe ist mit dem Internet, konnten wir ganz normal streamen und alles ansehen. Und Fernsehschauen, ja. Dazu muss man noch sagen, man spart sich, also wenn man sich ein neues Wohnmobil oder einen Wohnwagen kauft, wollen die Leute immer Satzschüssel drauf haben, damit sie andere Programme sehen können, speziell die deutschen Programme oder wir Österreicher die österreichischen Programme. Und wenn man dieses Streaming, also den Router hat, kann man das alles streamen auch. Ja? Also ihr seht das ZDF drauf, Sat1, Pro7, was ihr wollt, und man kann natürlich wesentlich mehrere Apps noch drauf installieren. Genau. Und man kann immer Apps suchen, die man haben möchte und so. Also oder die Fernsehprogramme, halt wenn sie Apps haben, kann man es dann ohne weiteres raufladen und kann es ganz normal schauen. Am besten zum Beispiel das Zeppen-TV. Genau. Wir haben uns jetzt diese Zeppen-TV-App raufgegeben. Da kann man jetzt eben live alle diese Sat1-Gruppe, sagt man jetzt einmal, Sender,
kann man hier sich ansehen. Jetzt ringelt er noch ein bisschen. Setz gleich live, wie lange das dauert. Ich, oder? Genau. Also da haben wir, gut, ORF sind jetzt unsere österreichischen Sender, ja, aber wir haben auch Puls 4, wir haben Sat 1, wir haben, was ist das? Kabel 1, Kabel 1, genau. ATV, also, Pro7 Max, also alles, was man sich vorstellen kann, ist da dann auf noch den mehr. Ding. Ohne dass man sich eine Satellitenschüssel aufs Auto auf montieren muss oder so ein Cube, was, das kennen die Leute sicher, das ist eine tragbare Satellitenschüssel, die man dann irgendwo hinstellen muss, dass man einen Empfang kriegt, unterm Baum geht's nicht und so weiter und so fort. Deswegen haben wir sich für den Router und fürs Internet entschieden. Kann man nicht, eben nicht nur die Fernsehprogramme schauen, sondern eben auch die anderen, die was über den Computer laufen, wie YouTube, Netflix, Prime Videos, Amazon Videos, was auch immer. Ja, und wir schauen unheimlich gern Womocamper. Also das ist so ein lieber Kanal. Den schauen wir wirklich gern ab. Wir schauen ja sonst sehr viel YouTube. Wir verfolgen natürlich auch ganz viele andere Kanäle und sind auch immer ganz froh, wenn wir Tipps bekommen. Und wir haben uns jetzt gedacht, jetzt erzählen wir euch einfach mal den Tipp. Ich meine, wir sind jetzt nicht so die Leute, die sich technisch so toll auskennen. Aber ich denke mal, vielleicht ist es für den einen oder den anderen eigentlich ein ganz guter Tipp, wie er seinen Fernseher internetfähig machen kann. So, jetzt drehen wir das Ganze, wie wir wieder am Empfang sind. Ja. Was heißt, wir sind nicht technisch? Du bist nicht. Ich bin ja perfekt in der Technik. Ja. Wenn man einer hilft, oder? Genau. Wenn uns einer hilft, genau. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, das Haben Video hat euch heute ein bisschen was gebracht. Ein kürzeres Video gemacht. Wie gesagt, nicht vergessen. In der Kürze liegt die Würze. Na, das wird nicht immer. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen auch. Wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Und das war der 29. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag am 30. und die nächsten Tage auch. Genau. Und wenn wir auf Tour sind, werden wir dann von unterwegs versuchen, wieder Kroatien werden wir euch wieder was senden. Da könnt ihr dann ein bisschen mitfahren. Wir werden von der Reise selber und dann, wo wir halt sind, werden wir auch einige Videos machen. Genau. Werden wir euch auch mal schauen, was Gutes zu essen in Kroatien gibt. Da werden wir euch einen Guster machen. Das heißt, Gusta heißt in Deutsch, ein Österreichisch, in Deutsch heißt, wir machen euch einen Appetit. Und dann wisst ihr wenigstens, was kochen sollt. In diesem Sinne, tschüss, Baba. Tschüss, und ciao mit da, die Womocamper. Tschüss.